Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich würde mich gleich mal freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt, weil bei mir geht es alles um Indie-Brands, Make-up, Beauty. Und heute habe ich die Betty Boop Edition hier. Oh mein Gott, das war so ein teures Schätzchen. Aber ich glaube, das lohnt sich definitiv. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran und viel Spaß beim Video. Wie ihr seht, habe ich mich schon passend dazu gekleidet. Ich habe mir hier so einen Flechtzopftutt gemacht. Und können wir mal über diese mega schöne Tasche sprechen. Ich dachte mir, die wird sicher mega klein sein. Aber oh mein Gott, die kann man sich noch so umhängen. So. Und das ist eine Make-up-Bag. Okay, es ist nicht ganz so stabil wie die von Made by Mitchell. Kostet ungefähr gleich, aber die ist wesentlich größer. Und hat auch hier vorne dieses schöne Wackelbild. Dieses riesige Wackelbild. Man kann die hier auch urgut abwischen. Ist auch so ein Imitatleder. Hier haben wir so Lippenabdrücke. Also das war ja zu dieser... ist zu Valentinstag rausgekommen und am Anfang dachte ich mir, nein, die brauche ich nicht, da spare ich mir ein Geld. Außerdem habe ich es beim Monolith Shop nicht ergattert. Dann war, nein, die ist noch gar nicht zum Monolith Shop gekommen, genau so war es. Und übrigens, hier haben wir laut ein Herzchen beim Aufmachen, das ist so, so süß. So, so süß. Okay, also diese Tasche hat so um die 45 Euro gekostet und dann kam sie zu Busy Shop. Ja, ich habe eigentlich ein Low-Buy, ne? Ich meine, ich war eh auch brav das Monat, habe mir eh ein bisschen was weggespart, aber ich weiß nicht, irgendwie konnte ich da nicht, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Und 5% habe ich dann wieder gespart, weil ich so Bewertungen abgegeben habe. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein. Ich habe hier alles reingelegt, womit ich heute mich schminken werde und auch von Glam Life. Also, boah. Ja. So schaut das Ganze mal aus. Also wir haben hier drinnen, ich kann euch dann aber, beziehungsweise schaut einfach mal meine Shorts. Also das ist so abgeteilt mit so, oder vielleicht zeige ich das am Schluss dann noch, mit so Plastikdinger. Es ist jetzt nicht so stabil, aber man kann die auch rausnehmen und einfach so die Sachen einschlichten. Ist auch kein Problem. Man hat auch hier innen dann noch so ein Innenfach für entweder Pinseln oder Paletten oder sowas in der Richtung. Und ja... und dann diesen wunderschönen Spiegel, den was wir jetzt auch verwenden werden. Ah ja, hinten schaut so aus. Ach Gott, Glamland, die haben die besten Spiegel. Also ich habe den Garfield-Spiegel ja schon. Da habe ich auch schon etliche Nachrichten bekommen. Woher hast du den Spiegel? Also der ist auch super, super gut angekommen. Und so schaut dieser Spiegel aus. Der ist so toll, ne? Also, dass man sowas Tolles überhaupt hinbekommt. Und der ist so schön groß. Unglaublich. Ist schön vergrößert. Und also, ich schminke mich ja immer mit Handspiegeln. Und deswegen muss das bei mir einfach sein. So, zum Glück habe ich noch keinen von Glam Light kaputt gemacht. Also, ich mache eigentlich selten welche kaputt. Genau. Was war noch dabei? Und zwar haben wir noch die Eyeshadow Palette. Schaut euch mal das. Also eigentlich bin ich ja überhaupt keine rote Loverin, gar nicht. Also ich mag keinen roten Eyeshadow. Und dann ist sie gekommen. Ich habe die geswatcht. Erstens einmal, oh mein Gott, diese Verpackung. Die ist doch nicht von dieser Welt. Schaut euch das an. Ich könnte den ganzen Tag so sitzen und flippen. So, dann ist am Spiegel, habt ihr noch sowas Tolles. Und auch hier, also sehr schöne Details. Und das ist die Color Story. Genau. Ich werde euch dann einfach die Swatches wieder einblenden, weil wir haben ja nicht nur bloß rote Töne, sondern wir haben hier so, sogar so einen schönen Duochrome in so lila Flieder dabei. Und auch dieser Ton ist wunderschön für den Inner Corner auf alle Fälle. Und wir haben auch einen ganz dunklen Ton drinnen, unterschiedliche
Rot-Rottöne. Wir haben auch ein Bronze, so ein Anthrazit und die Schimmertöne sind echt next level. Unfassbar, da kann man nichts mehr dazu sagen. So, ich überlege gerade, ich denke, werde ich die, ja, ich glaube, ich werde die aufheben, die dann reingeben, dass die nicht schnell hässlich wird. Ich meine, man kann diese Verpackung sich auch abwischen, aber ich weiß nicht, wie lange das dann so funktioniert. Ne? Ja, und dann war noch dabei bei diesem Set, das zeige ich auch noch schnell, und zwar ein Blush Duo. Und das habe ich mir auch noch geholt. So, da brauche ich jetzt kurz einmal eine Schere, um mir da zu helfen. Genau, so schaut das aus. Das ist jetzt kein Pop-up, aber es ist auch so urschön glänzend und einfach wunderschön, ne? So, und dann haben wir wieder diese schönen Details hier am Spiegel. Hier haben wir die Betty, lauter Herzchen. Und dann hatten wir hier noch so ein schönes Pressing von der Betty Boop. Und dann noch Herzchen drinnen. Ja, das ist so ein rötlicher. Also ich glaube, dass dieser Blush auch für helle Hauttöne richtig, richtig gut ist. Und Glamlight hat stark pigmentierte Blushes. Also könnte ich mir vorstellen, dass das auf alle Fälle bis Medium überhaupt kein Problem ist. Also ich bin Medium Hautton. Und ja, den Rest, was ich alles verwende, ich kann leider kein Fullface Glamlight machen. Ich habe noch einen Highlighter von Glamlight, aber ja, dann ist auch schon wieder bald aus, ne? Ja, genau. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit Schminki und ja, genau. Also als erstes einmal an mit einer Eyeshadow Base, das mache ich immer so. So, ich werde jetzt diese Tasche mal hier hinstellen. Sonst komme ich zu gar nichts mehr. Ich mache mich jetzt nämlich ready. Ich treffe mich dann mit einer Freundin. Aber ich habe eh noch ein bisschen Zeit. Also keinen Stress auf alle Fälle. Und nee, der Spiegel ist ganz schön schwer. Aber das ist eh klar, weil der so groß ist. Ne? Und ja, ich gebe mir jetzt einmal die Eyeshadow Base von Glam Shop ist die. Gebe ich mir mal rauf. Der auch vom Glamlight von dieser Rick and Morty LA. Also so vereinzelt habe ich eh auch. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch ein Lipgloss oder so. Aber habe ich mich jetzt heute nicht dafür entschieden, genau. Aber ich glaube, Glamlight hat ja auch keine Foundations oder Komplexionsprodukte schon. Also Blush, Highlighter und so weiter. Aber ich glaube auch kein Bronzer oder so, ne? Die haben mir jetzt auch diese Kiss Collection rausgebracht, aber da werde ich sicher nichts kaufen. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen, nicht einmal ein bisschen, aber ist eh gut. Ich muss eh sparen. Diese Collection hat mich eh 145 Euro gekostet, also billig war es nicht, aber schön ist es auf alle Fälle. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt irgendwie draußen. Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir fangen jetzt einfach einmal an. Primer ist drauf. Und jetzt starten wir jetzt einfach einmal. Und ich muss natürlich zwei gleiche Augen schminken, weil ich jetzt dann noch unterwegs bin. Weil ich so nicht weg kann. Ich fange mal mit dem hellsten Ton an. Und das ist dieser movige Ton hier. Boop Love heißt der. Ein Earthly Brush, der ist auch ziemlich gut. Ein Earthly ist auch eine Lieblingsmarke von mir. Und da fangen wir gleich einmal an und das trage ich mir hier auf. Ja, und Pigment ist sofort da, also da braucht man ja gar nichts mehr sagen. Kann, weil das war eher nur so ein Packing Brush und
diese Farbe ist ähnlich und dann gehe ich in diese Farbe und blende das Ganze noch ein bisschen aus. Die Farbe heißt Icon. Okay, die bröselt ein bisschen. Aber mit dieser Farbe kann man das schön aussoften. Und es ist nicht so eine typische rote Palette, das ist auch voll gut. Und nur unterschiedliche Farbabstufungen. So wie Glamlight hat ja diese Freitag der 13. Kollektion rausgebracht gehabt. Und da waren ja nur grün-rot oder nur eine grüne kleine und eine rote kleine Palette. Wäre nichts für mich. Aber das finde ich echt in Ordnung. Das ist echt toll. So. Aber mal schauen. Ich werde jetzt einmal, ich traue mich jetzt ein bisschen was, und zwar dieses rote I'm a Boob werde ich mir jetzt eben im gleichen Pinsel mit diesem Packing Brush werde ich mir noch in die Lidfalte geben und das noch so ein bisschen intensivieren. Ich will nur nicht, dass das bis hoch geht. Also gebe ich das so am Lid und so ein bisschen in die Lidfalte rein. Und auch noch hier oben, also hier nach außen quasi. Und ihr müsst nur kurz reintippen, also das Pigment ist sofort da. Ja, das schaut er eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? So, Adib, das ist dieses dunkle Weinrote. Das gehe ich jetzt rein und mit dem versuche ich mir hier außen ein bisschen zu verdunkeln. In diesen V. Aber die Farben sind alle sehr stimmig auf alle Fälle. Die, was ich jetzt genommen habe, sind mega stimmig. Die kann man super kombinieren, finde ich. Und es ist dann nicht so eindimensional. So einen Pinsel und da gehe ich jetzt einfach in das Schwarz rein. Ich traue mich was, ich weiß. Little Black Dress heißt das. Ich mache hier einen Tapper rein und dann schauen wir mal. Das passt, also das geht klar, weil das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, Schwarz des Todes. Ich finde, das ist eh in Ordnung, weil wenn das Schwarz ist, immer ein bisschen schwierig, ne? Weil wenn das zu pigmentiert ist, ist es auch nicht gut. Dann kann man es nicht mehr so gut verblenden. Wie es dann am Auge ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es jetzt einmal nur unterm Auge verwendet. Aber ich denke auch, dass das wirklich gut klar gehen wird. So, ich habe den von Christian Louis Vuitton genommen und genau, das ist so ein Rosé-Goldener einfach und den packe ich mir jetzt ein bisschen in den Innenwinkel und das Auge. Genau. So, und jetzt gehen wir in die Schimmertöne auf alle Fälle. Hier hinten in diesen Weinroten gehen. Ich werde euch dann auch wahrscheinlich demnächst auch dann wieder so ein paar Shorts mit Make-up-Looks machen, weil das wird sicher nicht der einzige Look gewesen sein mit dieser wunderschönen Palette. Ja, das ist wirklich ein schöner, schöner Ton. Der ist wirklich schön. Richtig schöner Feuchtton. Und ja, es staint. So, und hier vorne. Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss unbedingt in diesen lilanen Ton, in diesen Oh-la-la-Ton reingehen. Und das ist dieser hier.
Der hat mich ja beim Swatchen schon so krass angesprochen. Das ist aber eher nur so ein Topperton. Okay, dann sieht man gar nicht so krass über diesen Liquid Eyeshadow. Merke ich gerade. Okay, der ist wirklich nur zum Toppen. Ich gehe jetzt noch in Classy Chic rein. Das ist dieser Ton hier. Das ist auch so ein rosé-goldener Ton. Schau mal, ob man. Ja, den sieht man Vollgas. Genau. So, und dann nehme ich mir wieder meinen Pinsel von vorher. Corner Shade. Und da gehe ich natürlich in Patchy rein. Das ist dieser hellste Ton und der hat mir auch mega, mega gut gefallen. Ah, da hatte ich jetzt noch ein bisschen was Schwarzes dran. Okay, da okay. Und auch noch hier unten. Ich muss. Die sind ja immer unterschiedlich und oft ist es so, wenn man das hier am unteren Wimpernkranz aufgibt, dass das dann oft runterrieselt oder nicht so sichtbar ist. Und da hilft es einfach oft, den Pinsel anzusprühen. Schaut das jetzt sogar ein bisschen silbrig aus. So, ich überlege gerade, ob ich. Ich werde jetzt noch diesen Topperton nehmen und werde mir den hier oben noch aufgeben. So als Augenbrauen-Highlight. Und um das noch ein bisschen schimmernder zu machen. Ja. So dass ich bis hier oben, aber nur mit einem hellen Schimmerton, ansonsten finde ich, schaut das dann nicht so toll aus. Das andere Auge und dann machen wir weiter. So, ich habe die Komplexionsprodukte jetzt schon mal aufgetragen, aber das Blush dachte ich mir, schauen wir sich gemeinsam an. Ich sage euch gleich einmal, was ich alles verwendet habe. Und zwar, genau, bei den Augen waren wir. Ich zeige euch das dem. Augenlook habe ich euch eh gezeigt, aber ich habe dann in der Wasserlinie habe ich von Beauty Bay diesen rötlichen Lidschattenstift genommen. Getoppt habe ich das mit Mater Glow Eyeliner von Essence. Dann habe ich zweimal Multichrome Eyeliner oder Duochrome Eyeliner von dieser Immortal-Reihe von Unearthly Cosmetics genommen. Ich zeige euch das am Schluss, den Augenlook noch genauer. Amulett und Tabu. Dann habe ich noch hier oben habe ich diesen Glitter-Eyeliner von H&M, von dem Adventskalender genommen. Und um diese Linie noch ein bisschen glitzeriger zu machen, habe ich den Glitter-Liner von Moira genommen. Dann habe ich meine Wimpern mit der Idun-Mascara gemacht. Die gibt Länge und Volumen. Und die ist richtig gut und ist noch immer richtig krass durchfeuchtet auf alle Fälle. So, dann habe ich Primer. Genau. Da habe ich den Brightening Youth Glow von Charlotte Tilbury genommen. Und den Perfection Primer für die Poren, also gegen die Poren von Be Perfect. Und mir ist der Pumper, also der funktioniert nicht mehr. Ich muss jetzt immer hier so aufmachen und das so rausstreifen. Aber der ist halt richtig gut, deswegen behalte ich den noch, bis der leer geht. Dann habe ich auch noch die Augenbrauen gemacht mit dem Temu Stift. Das ist ein Augenbrauenstift von Temu, der ist eigentlich ganz gut. Und das Augenbrauengel von Eveline Cosmetics. Dann habe ich die Glam Shop Foundation genommen in der Farbe 2,5 Warm. Normalerweise bin ich eher ein Coolton, aber die funktioniert bei mir auch ganz gut und ist schon ein Stückchen weg, ne?
Also ich würde sagen, da ist sogar bald die Hälfte raus. Das ist schon mal super. So, dann habe ich weitergemacht mit den Creme-Produkten. Nein, vorher habe ich noch einen Concealer aufgetragen. Genau. Und zwar habe ich den von Florence. Der ist wirklich gut. Das ist der See You Never Concealer. Und das Spezielle bei dem ist, im Sommer ist der mega cool, weil der so eine Metallapplikation hat. So, jetzt zeige ich euch meine ganzen Creme-Produkte, die was ich aufgetragen habe. Und zwar die Curvy Case. Da kommt ja jetzt eine riesengroße von Mabel Mitchell raus. Und ich wollte jetzt nochmal testen, wie mir die gefällt, ob ich die große brauche. Ich befürchte ja. Die ist ja urteuer, die kostet 80 Euro. Die hat aber 45 Euro gekostet. Und für diesen Vergleich ist ja die andere relativ günstig, weil die ist ja, glaube ich, fünfmal so groß. Und da habe ich diesen Ton als Contour, den habe ich als Bronzer, dann habe ich noch, Moment, ich glaube es war dieser Ton, habe ich als Blush benutzt. Und die sind ultra cremig und voll gut, weil von den normalen Blushes hatte ich ja auch einige und da habe ich jetzt schon fast alle aussortiert. Genau. Ich habe dann auch noch von Glam Shop diesen Cream Blush in Sweets, heißt die Farbe. Und das ist so ein richtiges Hot Pink, Baby Pink. Und das hat super funktioniert, also richtig gut. Bleibt auf alle Fälle bei mir. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe hier noch einen Blush. Den habe ich nämlich bei meinen Kisten gefunden, wo ich ja dann bald wieder ein Sammlungsvideo abdrehe. Aber ein bisschen was habe ich noch an Cremeprodukten. Und ich zeige euch dann meine kompletten Cremeprodukte. Und das ist echt viel. Da habe ich diesen Liquid Blush in der Farbe A Chance of Peach. Und den muss ich aussortieren, weil ich finde, der lässt sich nicht ultra gut verblenden. Und bin nicht zu hundertprozentig begeistert von dem. Und deswegen fliegt der auf alle Fälle. Und habe stattdessen von Catrice, das ist eigentlich ein Blush, aber ich würde es eher als Highlighter nehmen, weil der auch so goldig ist. Für mich ist das kein Blush, also niemals. Und ja, genau. Den habe ich dann aufgetragen und dann bin ich weitergegangen mit Puderprodukte. Ich mache das immer zuerst Creme-Produkte und dann Puderprodukte. Da bin ich einmal in Nabla in dieses Skin Bronzing Powder Ambra dann von Colourpop diesen Mulan Blush, aber ich nehme den als Bronzer, als Schimmerbronzer, weil ich keine braunen Blushes verwendet, da ist auch so eine schöne Blume drauf. Und jetzt sind wir bereit für dieses wunderschöne Blush-Duo. Genau, also ich werde das so einen Ombre-Verlauf machen. Ich werde mal diesen stärkeren Blush in diesen stärkeren Blush. Aber der schaut schön aus und ist auf alle Fälle nicht too much. Für mich zumindest, kann ich schon mal so sagen. Und ich bin ja schon ordentlich reingegangen, also nicht nur leicht. Also ich kann mir das für Light Skin Tones auch richtig gut vorstellen. Ich gehe jetzt noch in den helleren Ton rein, hier vorne. Ja, das schaut richtig schön aus. Das gefällt mir richtig gut. Und dann verteile ich mir das noch ein bisschen besser hier. Mit den Resten. Bisschen auf die Nase. Genau. Ich finde, das schaut richtig schön aus. Gefällt mir mega gut. Ich bin gespannt, was meine Freundin sagt. Bin ich schon sehr gespannt. So, genau. Jetzt würde ich sagen, trage ich mir noch diesen Glam Light Highlighter auf. Das ist der von der Ghostface Edition. Und zwar werde ich mir nur diesen oberen, aber das, ja genau, weil der untere ist ein bisschen goldiger oder champagnerfarbener, der ist eher so icy. Und den kann ich mir heute, würde ich sagen, passt der einfach besser dazu.
Und dieses Pressing ist ja wunderschön. Und in Verbindung mit dem Blush wirkt er auch gleich einmal ein bisschen rosiger. Und ich finde den wunderschön. Boah, der passt richtig heftig dazu. Ich bin gespannt, wie lang der Ghostface hier in den Highlighter drinnen ist. Der ist so richtig smooth. Richtig smooth. Ich kann mich zwar erinnern, dass ich geglaubt habe, beim letzten Mal, der ist mir zu glittrig, aber es kann auch sein, dass das die erste Schicht war und die ist jetzt drunter. Schaut euch ja mal das an. Ist das nicht schön? Oh mein Gott, ich liebe Schimmerglitzer. Und man sieht das hier. Ich glaube, das war ein All-Over-Spray, weil hier in der Mitte wird das jetzt schon ein bisschen matter. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich sehe es auf alle Fälle. So, genau. Ich würde sagen, ich habe jetzt kein Glam Light Produkt mehr. Ich mache jetzt meinen Look noch fertig. Zeige ich dann natürlich, was ich verwendet habe. Und dann kommen wir zum Fazit. So, jetzt bin ich aber fertig und ich finde, die Lippenkombi passt, matcht richtig gut dazu. Jetzt kann ich euch die leere Tasche auch von innen gleich nochmal zeigen. Also mit solchen Kammern, ihr seht schon, die ist richtig groß und richtig cool bestückt. So, Spiegel finde ich mega. Ich wollte euch noch den Vergleich zeigen. Ich habe einen Herzspiegel, aber schaut einmal, im Vergleich zu ist ja das die kleine Schwester davon quasi, ne? Mega. Ich liebe den Spiegel jetzt schon und werde ihn sehr, sehr gerne weiter benutzen, auf alle Fälle. Er ist zwar ein bisschen schwer mit der Zeit, aber ja, nicht so schlimm. Ich wollte euch noch sagen, ich habe das W7 Puder. Das ist so ein rosanes Loose Powder. Irgendwie ist es gerade überbelichtet. Habe ich unter die Augen genommen, um den Concealer so zu setzen. Ich habe dieses Zest Moi. Das ist eigentlich eine Powder Foundation. Und die habe ich genommen, um alles schön zu verbinden. Und ich finde, das hat richtig gut funktioniert. Und dann habe ich noch die Glossy Flames Glazing Highlighter Pearls. Da bin ich ganz leicht reingegangen, weil ich diesen schönen Ton hier, diesen Highlighter-Ton mit dem Blush nicht irgendwie überdecken wollte. Ja, genau. Jetzt gehen wir alles nochmal durch. Ich zeige euch jetzt den Augenlook von Nahem. Und ich kann euch schon jetzt sagen, dass mir das richtig gut gefällt. Das ist so schön schimmernd. Das ist eher für mich jetzt so ein bisschen in die Richtung sogar neutraler Look, obwohl viele sagen würden, oh mein Gott, rot und schwarz und Dingens. Aber ja, dieser Schimmerton im Inner Corner unter dem Auge finde ich auch richtig gut. Da habe ich auch noch ein bisschen Glitterliner gemacht. Ja, man kann viel draus machen, auf alle Fälle. Ich glaube, man kann da auch so einen richtig krassen Smoky-Look auch noch machen. Ja, also ich muss sagen, die Base gefällt mir heute auch richtig gut. Also, wow. Also ich finde ja auch diese Blush-Palette, die ist voll schön. Also die Töne sind richtig schön und das passt richtig harmonisch. Wirklich, es passt ganz genau zum Augenlook dazu. Und ich finde, das ist eine perfekte Ergänzung einfach. Habe ich jetzt euch eigentlich schon mein Lippenkombi gezeigt? Ich glaube nicht. Ich habe von River Loves Me, habe ich den Lip Liner genommen. Achso, die Farbe wäre auch noch interessant. Nummer 13, Mauve Mood. So. Dann habe ich von Sephora diesen Lippenstift, diesen roten. Da ist auch ein bisschen Schimmer dabei. Genau. Genommen. Und das Ganze noch ein bisschen glossiger und heller zu kriegen, habe ich noch diesen rosanen Ofra Gloss in der Farbe Lip Gloss Love. Also Love heißt das. Passt perfekt dazu. Ich habe jetzt auch gerade erst einen leer gemacht. Da ist nicht so viel drinnen. Ne? Da sind 3,5 Milliliter drinnen. Und ja, genau.
Also, ich finde, das passt richtig schön, aber schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie euch das gefällt. Habt ihr euch diese krasse Kollektion gesichert oder nicht? Oder war es euch zu teuer? Oder hat es euch vielleicht nicht so gefallen? Weil, aber ich muss euch sagen, auch wenn ihr rot nicht wollt, diese Lidschattenpalette ist einfach traumhaft. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder an. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann immer ihr auch mein Video schaut. Und bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!